Hallo Leute und herzlich willkommen zu der ersten Part der Trainerkarriere in FIFA 17. Ich habe lange nichts von FIFA 17 gebracht. Er ist ja schon ein bisschen draußen und heute haben wir einen Special Guest dabei, nämlich der Tim School. Hi. Ja, okay, wir fangen mal an. Ihr glaubt, ihr könnt schon am Thumbnail sehen, um welche Mannschaft sich hier handelt, nämlich um Union Berlin. Die besten Jungs. Mit Union Berlin wollte ich jetzt einfach machen, denn ich kenne einfach jeden Spieler. Und Erfolge national hoch, Erfolge konnte. Ich hab gestern voll gelabert damit. Ja. Erfolge sehr niedrig, Markenpräsenz, Mittel, Finanzmittel, Nachwuchsentwicklung, Mittel. Wir starten mal rein. Vorname. Welchen Trainer nehmen wir denn? Einfach mal den hier, ne? Ja. Und dann in dem weißen Hemd. Schwierigkeit, das ist nur Fallproof. So, wir werden jetzt hier auch zu einer Einladung eingeladen. Okay, sehr, sehr toll. Und hier gucken wir mal, was wir alles so haben. Ich glaube, wir nehmen das mit dem meisten Geld, das für das European International Cup. Da wäre das wissen, erst Geld rein. Nein, aber das braucht man schon. Er muss ein bisschen Schnäppchenjäger sein mit so einer Mannschaft. Und jetzt sind wir gleich drin. Für mich ist das Training ganz, ganz gut. Wir müssen mal jetzt ein bisschen in den Verein gucken, Teambericht. Mal gucken, auf welches Spiel ich so alles so bauen möchte. Der Torwart, den möchte ich gerne behalten. Den können wir hier so machen. Den benutze ich immer gerne als Backup. Also, wenn der, keine Ahnung. Soll ich, ja, ich bin, ja, behalte ihn als Backup und ich behalte ihn für, als Backup. Für den Backup. Okay. Leute, dieser Torwart, der ist nicht mehr normal. Ja, kauft ihn euch. Er kostet normal 1.900.000 €. 1.900.000 €. Ja, 900.000, ja, ja. Ja, haben wir Benjamin Kessel will ich behalten, Trimble können wir behalten, Leisten als Maschine können wir behalten, Parsen, Backup, Punji können wir behalten. Progenz, ja, wir sind erstmal bei der Endverteidigung. Progamnitz können wir behalten. Schönein können wir behalten. Petersen behalten wir. Lenz, den können wir mal für auf der Leihliste setzen für ein Jahr. Förster behalten wir, Backup. Felix Groß behalten wir, wichtiger Stammspieler. Sena Hu behalten wir. Hedlund behalten wir, obwohl er bestimmt nicht so viel spielen wird, aber ist glaube ich egal. Ja, ich werde ihn nicht so gerne einsetzen. Kühring behalten wir, eine Mega-Pace-Maschine. Korte will, weiß ich nicht. Ob wir den vielleicht verleihen wollen, müssen wir dann auch nicht verleihen, glaube ich, oder? Es lohnt sich bei uns. Er hat eine 65-Bewertung. Ich glaube, das wird nicht so... Ich glaube, wir können nicht mehr so auf ihn bauen. 25 Jahre ist er als ein Jahr. Transfer. Daniel Mikrailach, der Motor. Daube auch ein Backup für Kreilach und Groß. Benjamin Köhler. Den will er ganz gerne behalten, einfach wegen der Kadergröße. Er ist zwar 35 und ein Gesamtrating von 65, aber ich behalte ihn mal. Kenny Prince Redondo. Sorry, ich kann es nicht aussprechen. 21 Jahre jung. 65 können wir drauf aus und behalten wir glaube ich mal. Niki behalten wir auch mal, glaube ich besser. Thiel will ich gerne mit aufbauen, aber sein Gesamtrating ist schon ein bisschen zu niedrig dafür. Mal gucken, wir behalten ihn erstmal. Schrimski behalten wir. Was? Kiring. Kiring. Ja. Kiring ist der Bosch. Kuana behalten wir. Hospina. Wirklich ein Knipser vorne, der einzige, den wir so haben. Mit so einem Brandy. Ja. Der ist auch schon 31 Jahre alt. Ja, ansonsten war es das so. Jetzt gucken wir, wie wir die Aufstellung so machen. An sich ist das so ganz gut. Nur Petersen würde ich vielleicht rauskriegen. Das schaffen. Okay. Da packe ich eigentlich mal Trimble rein. Was hat der eine 56? Ja. Spielst du gerade auch mit deiner Karriere, mit der Union-Karriere bei dir?
Bitte. Ja, jo. Und jetzt gehen wir auch ins Training. Nein, Kreilach muss mit dabei sein, durchsetzen. Was braucht ihr denn, Jungs? Was braucht er? Ballbesitz, ja, Zweikampf. Ich glaube, schon genug bei dem. Ja. Ich guck gerade auch. Vielleicht irgendwas mit Schießen. Ja. Fernschüsse, Schussgenauigkeit. Das können wir mal machen. Denn wenn er da mal ein paar Longshots hat, Alter, dann... Boah. Dein Longshots muss man einfach verbessern. So, alle wickeln sich hier. Das ist ganz gut. Und wir simulieren jetzt auch hier das erste Spiel. Hast du ein bisschen die Zeit im Blick? Weißt du ungefähr, wie lange wir jetzt hier schon mit dabei sind? Nein. Ich würde hier aus Biene erstmal. Ja, noch nicht so lang. Ich habe das erste Mal, dass ich irgendwie FIFA Let's Player. Kein Zeitgefühl. Niki raus. Dafür. Ah, schon drin. Hm? Achso, ich Brandy jetzt ausgegangen. Ah, I know it. So, jetzt haben wir es. So können wir, glaube ich, anfangen. So werden wir auch anfangen. Wir haben richtig schnelle Flügelstürmer mit Schrimski und Redondo. Ich glaube, ich nenne ihn einfach nur Prince. Ist einfacher. Grüße gehen raus am Prince, ne? So. Simulieren. Gucken, ob wir jetzt das gewinnen. Wäre echt nice. Hospina gleich in der 5 Minute. Und 2-0 Schönheim. Hat noch nachgestochen. Sehr, sehr gut. War auch, glaube ich, eine No-Name-Mannschaft. No-Name. So. Training können wir jetzt wieder machen. Das ist doch gut. Training beginnt. Und in letzter Zeit habe ich nicht mehr so viel Fun an Minecraft. Ja, ich auch. Es war einfach nicht mehr so viel Spaß, keine Ahnung. Es kommen wahrscheinlich weniger Videos von Minecraft, mehr von FIFA und so. Kann ich das fragen? Hallo Chef. Ich hoffe, Sie rotieren mal ein bisschen und geben mir wenig Spielzeit. Können wir machen. Korte, ein Angebot für Korte. Nehmen wir an. Nehmen wir an. Angebot annehmen, die wollen ihn leihen. Ein Jahr. Das nehmen wir mal schön an. Denn Laien sind mal nicht schlecht. Wenn die bei uns nicht so viel Spielzeit kriegen, dann ist eigentlich so ein Laien immer das Beste. Das simulieren wir auch. So, mal gucken, ob wir jetzt hier gewinnen können. Und wir gewinnen nicht 1-1. Haben die noch das Tor in der 88. gemacht. Ah, aber gut. Das ist doch okay. Oh. Die haben auch richtig starken Cup ausgewählt, ne? Ich kenne die Mannschaft. Jetzt geht's gegen Derby ran. Kennst du die Mannschaft? Nee. Derby Country? Nee. Alter. Platz 1. Die rangieren schon. Gucken, ob wir jetzt gewinnen können. Wäre sehr, sehr gut. Sind gerade momentan auf Platz 1. 3-0! Oh, klasse. Schönheim wieder ein Tor. Sieht doch echt momentan ganz gut aus. Training können wir durchführen. Mal gucken. Daumen entwickelt sich eigentlich ganz gut. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Unser Tor war momentan noch nicht so. So. Torwart hinkt hinterher, aber ich glaube, wenn der das einmal gut macht, dann manchmal hat er auch nicht so krasse Wege, aber später war das dann richtig heftig. So, ja. Ich glaube, es entwickelt sich auch mal von Karriere zu Karriere unterschiedlich, wie sich entwickeln. Denn mein Torwart hat jetzt bei der privaten Karriere auch nicht so heftig Rating. Okay. Muss halt auch mal neu anfangen, ne? Union Berlin 2-1 gegen FC März war es, glaube ich. Finale. Wir sind schon gleich im Finale. Ja, keine Ahnung. Ich konnte das Wappen sehen. Transferangebot für Christopher Lenz. Wieder eine Laie. Er ist unglücklich bei uns. Kannst verliehen werden.
den Lenz. Keine Ahnung. Man könnte ihn vielleicht ins Training packen, aber sein Rating ist ja nicht gerade gut. 57. Ist nicht so das Gelbe von Ei. Wir haben gewonnen. 4:3 nach Elfmeterschießen. Oh. Ja. Mit zu simulieren. Alter, das ist sehr, sehr gut. Wir haben jetzt ein bisschen mehr Transferbudget. Mal gucken, wie viel Transferbudget wir haben. Knapp 8 Millionen. Das ist gut. Jetzt haben wir 8 Millionen. 8 Millionen kann man was machen. 8 Millionen kann man echt was machen. Oder wie siehst du das? Wir könnten mal vielleicht Gnabry oder so holen. Nee, Gnabry ist erst kurz gekommen, aber kannst du mal versuchen. Ich kann es suchen. Gnabry. Da rechts ist Mittelfeld. 21 Jahre. Für 7 Millionen. Wir könnten 8 Millionen bieten. Mal gucken, was die dazu sagen. 8 Millionen. Ja. Rotationsspieler nur. Und er ist so zufrieden und seine Form ist nur okay. Das ist eigentlich ganz gut. Was hat er für ein Rating, weißt du das? Nee. Okay. Soll ich das so Jump Cut machen oder? Soll ich das eher so. Okay. Ja, ich mach das schon. Alles wird gut. So, A-Benotung von Boost. Oh mein. Ich sag euch das, ne? Hatte eine A. Er ist bis zur Hälfte hochgegangen. Alter. Er ist bis zur Hälfte hochgegangen. Der hat 71er Rating. Fans erwarten den Aufstieg von Nürnberg. Okay. Abgelehnt. Ja. Nicht verfügbar. Können wir uns abschmieren. Ah, okay. Das war's dann, also noch ein paar Youngstars, irgendwie, die so 75 haben. Im besten Sturm oder so. Gucken, wir können ja mal ein paar Scouts machen. Jugendstab. So, einstellen. Den hier. Und ihn hier. Und 3 Sterne reicht oder so. 2. So. Ihn schicken wir nach Deutschland für 9 Monate. Ihn schicken wir nach Kroatien. Mit Kroatien habe ich eine ziemlich gute Erfahrung gemacht. Und ihn schicken wir nach Österreich. So. Das war's soweit. Ich habe irgendwie gerade Geld verloren. Warum auch immer. Hey, ja, eben hatte ich fast 8 Millionen Euro, jetzt habe ich nur noch 6. Hä? Okay, ich war einfach das Gehaltsbudget ein bisschen runter, da habe ich wieder 6. 8. So, wir können wieder Training machen. Training beginnt. So. Und wie nimmst du Folgen nacheinander und so auf? Horst Biener geht hoch, ganz, ganz wichtiger Schritt für ihn. Alter, entwickelt sich so krass. Ja, ist so. Hat eine 73. Der Junge, der kann echt noch was werden. Ich weiß nicht, wie alt er ist. Wir wechseln mal unser zwei Tor mal ein. So. Und soll ich jetzt die Folge enden? Kannst du machen. Okay. Ja, vielleicht war es ein bisschen kurz. Ich weiß, ich schätze mal so, die Folge wird so 7 Minuten sein. Ja, okay. Wir haben jetzt. Ist ein bisschen kurz, aber egal. Ist egal, muss schnell hochgeladen werden. Eine. ja, das war's von der Folge. Lasst eine positive Bewertung, wenn es euch gefallen hat. Und schaut auf meinen erster Link in der Beschreibung, wenn ich schaffe. Wenn ich sie vergesse. Wenn ich schaffe.
Wenn ich es schaffe. Wenn ich diesen Link einfügen kann, dann schaffe ich es. Okay, Leute. Schaut bei ihr vorbei und ciao.